Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Aktienfreunde, zum Tabak-Aktien-Roundup. Ihr habt es nicht anders gewollt. Ich habe jedenfalls den Eindruck, ihr habt es euch sogar gewünscht. Und zwar habe ich ja gestern einen Blogpost geschrieben, Dividendenaristokraten mit Rabatt. Da habe ich also geschaut, welche Dividendenaristokraten es mit einer historisch außergewöhnlich hohen Dividende für euch zum Kaufen gibt. Und da war auch Altria dabei. Altria hatte ich mir dann beispielhaft näher angeschaut und analysiert und ich fand es ganz interessant, hatte euch deshalb dann gefragt auf meinem YouTube-Kanal, ob ich denn eine Altria-Aktienanalyse für euch machen darf heute als Video. Und ich habe den Eindruck, ihr interessiert euch für Tabak, aber ihr interessiert euch für alle Tabakkonzerne. Also machen wir jetzt ein Tabakaktien-Roundup. Ja, dann fangen wir auch mal gleich an. Und zwar mit meinem Namen noch, Thorsten Tiedt. Ich bin der Betreiber der Seite aktienfinder.net. Und hier geht es ins langfristige Investieren, um Aktien, um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Und Dividenden sind ja schon ein ganz gutes Stichwort für Tabakaktien. Ich habe hier für euch schon mal so eine Watchlist gemacht. Das sind die fünf großen Tabakkonzerne drin, die ihr wahrscheinlich alle schon kennt. Angefangen von Philip Morris, British American Tobacco, bla bla bla. Ah, vielleicht noch eins zurück. Ich habe gesehen, Homo Economicus hat mit dem Jonathan von Alle Aktien auch vor kurzem auf YouTube sowas Ähnliches gemacht. Oh, den Titel hieß da auch irgendwie, kann so und so viel Prozent Dividende Sünde sein. Analog meinem Video bezüglich Tanker Factory, wo es 10% waren, die Sünde sein können eventuell. So dreht sich alles ein bisschen im Kreis bei uns und das ist aber nicht schlimm. Das heißt, ganz im Gegenteil, wir drehen uns im Kreis und kriegen dadurch dann einen schönen Rundumblick. Wenn der eine was sagt, dann bestätigt das vielleicht der andere oder der eine kann noch was sagen, was der andere nicht gesagt hat. Und ich denke, das könnte uns allen helfen. Dann würde ich sagen, geht es jetzt mal los. Was wir machen werden, das ist, wir gucken uns so ein bisschen die Kennzahlen an. Ich möchte auf ein oft gesehenes, getroffenes Missverständnis eingehen, was die Analyse von Tabakaktien angeht. Und dann schaue ich euch noch, wie ihr die Renditeerwartung bestimmen könnt einer jeden Aktie, Tabakaktie. Also egal, es geht auch außerhalb von Tabak. Weil, wenn ihr euch für eine Tabakaktie interessiert, dann, am Ende müsst ihr euch ja konkret für eine Aktie entscheiden. Und da wird ja wahrscheinlich die zu erwartende Rendite eine große Rolle spielen. Nehme ich jedenfalls mal an. Ja, gut, dann gucken wir uns erstmal hier die Tabakaktien so im Big Picture an. Das meiste wird wahrscheinlich bekannt sein, dass Philip Morris und Altria früher ein und dasselbe Unternehmen waren, sich 2008 aufgespaltet haben. Altria das US-Geschäft, Philip Morris macht den Rest der Welt, war um das Prozessrisiko zu minimieren in den USA, Stichwort Sammelklagen. Das aber habe ich den Eindruck, das größte mittlerweile ausgestanden. British American Tobacco ist weltweit tätig. Die haben Reynolds übernommen vor nicht allzu langer Zeit. Es waren vielleicht 3 Jahre, jetzt glaube ich in 2017. Haben sich da auch quasi in die USA eingekauft. Und dann haben wir noch Japan Tobacco, 33% in Händen der japanischen Regierung. Und dann haben wir noch den, ja, Zigarettenzwerg, wenn man so will, Imperial Brands. Jo, was macht die so interessant, dieses Unternehmen? Da würde ich doch sagen, das ist die Spalte hier, die heißt Dividendenrendite. Jo, je nachdem, für welche Aktie du dich interessierst oder was du dir ins Depot legen würdest, irgendwo ist zwischen 6 und sage und schreibe 13,3% Dividendenrendite aktuell. Ändert sich immer ein bisschen je nach Tagesform der Aktie. Ab und zu gewinnt sie, ab und zu verlieren sie. Ne? Kennen wir ja auch von außerhalb der Tabakaktien. Hier noch die Marktkapitalisierung, vielleicht interessant. Welcher Konzern ist der größte? Wer ist der Zwerg? Den Zwerg haben wir schon benannt. Das war Imperial Brands, die größte Aktie. Der größte oder am stärksten Markt der Aktie oder das Unternehmen mit der höchsten Marktkapitalisierung ist nicht das Unternehmen, das weltweit Zigaretten absetzt, sondern es ist Philip Morris. Und der weltweite Zigarettenabsatz, der kommt auf 76 Milliarden und heißt British American Tobacco. Altria, obwohl die nur in den USA absetzen, 66 Milliarden Marktkapitalisierung. Das ist ja mehr, als man wahrscheinlich erwarten könnte, wenn man weiß, dass der Absatz nur in einem einzigen Staat stattfindet. Was interessant ist dann bezüglich der Sicherheit der Dividende, klar, die Ausschüttungsquote.
Hier haben wir ja im Aktienfinder zwei Ausschüttungsquoten, einmal auf den bilanzierten Gewinn und einmal auf den freien Cashflow. Da dann die naheliegende Frage, welchen soll man denn nehmen? Oder die ganz naive Frage, was ist denn jetzt richtig? Sage ich immer, es kommt drauf an. Also Dividende ist ja Geld, das rausgeht. Cashflow sind auch Geld, was hoffentlich reinkommt ins Unternehmen, jedenfalls unterm Strich. Insofern würde ich den freien Cashflow vorziehen, weil dieser unter anderem auch mehr am operativen Geschäft dran ist. Das sieht man ganz gut, wenn man jetzt zum Beispiel sich Altria anschaut. Da haben wir ja auf den bilanzierten Gewinn eine Ausschüttungsquote von genau 100%. Und 100% steht immer dann im Aktienfinder, wenn ich eigentlich gar keine Ausschüttungsquote berechnen kann, weil das Unternehmen keinen Gewinn macht, sondern Verlust. Und das ist jetzt bei Altria der Fall. Da haben wir einen bilanzierten Verlust hier. Und zwar aufgrund von Abschreibungen auf Juhl. Da hat das Management von Altria ganze Arbeit geleistet und innerhalb eines Jahres ungefähr 8 Milliarden von einem Kaufpreis von irgendwas mit 12 Milliarden, glaube ich, Dollar. Ja, also so viel abgeschrieben, ja, in so kurzer Zeit. Altria hat ja so ein bisschen daneben gelangt. Das habe ich auch hier in dem Artikel dann bezüglich Investitionen hat Altria daneben gelangt. Das Management habe ich auch hier im Artikel erwähnt. Die haben auch einen Marihuana-Hersteller gekauft, beziehungsweise sich da eingekauft. Wo haben wir es hier? Bei Kronos. Und zwar genau hier zum März 2019. Und seitdem geht es mit der Aktie ja, beziehungsweise mit dem Aktienkurs kontinuierlich bergab. Also kein so ganz glückliches Händchen. Aber ich will hier kein Management-Bashing betreiben von Altria, sondern ich will einfach nur zeigen, wo der Unterschied ist zwischen bilanzierten Gewinn und dem Free Cashflow. Denn das operative Geschäft, das läuft nach wie vor rund bei Altria. Das siehst du an steigenden Umsätzen und tatsächlich auch steigenden Margen. Da sollte ich vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen. Wenn wir jetzt bei der Tabakbranche sind und das Erste, was sich dann Investoren wahrscheinlich denken, ist, soll ich mir jetzt ein totes Pferd kaufen? Weil wir haben ja rückläufige Absatzmengen bei den Zigaretten. Zigaretten sind ein Auslaufmodell, ohne Frage. Es gibt durchaus noch Regionen, Südostasien insbesondere, Malaysia und so weiter, wo der Zigarettenkonsum steigt, aber im Großen und Ganzen ist er rückläufig aufgrund eines, ja, Zigaretten sind ein bisschen out wegen eines wachsenden Gesundheitsbewusstseins in der Bevölkerung und die Regierung greift das auch auf und verhängt entsprechend dann Gesetze und reglementiert es und macht dann den Zigarettenherstellern das Leben noch ein bisschen schwerer. Unter anderem und beispielsweise auch dann durch Steuererhöhungen. Teilweise auch positive Effekte wie Werbeverbot, sodass die Marken, die schon bekannt sind, auch weiterhin, also eh schon bekannt sind und ein neuer Spieler es schwer hat, bekannt zu werden. Das heißt, wir haben hier eine Oligopolstruktur vor uns, was prinzipiell schon wieder positiv ist und wo der die Regulierung da reingespielt hat, den Tabakaktien, den Tabakkonzern quasi in die Hände. Nichtsdestotrotz im Großen und Ganzen hier rückläufige Absatzzahlen bei den Cash-Cows, das ist erstmal negativ. Und auch negativ ist, dass der Erfolg der Next Generation Products noch nicht in trockenen Tüchern ist. Das sind keine Selbstläufer. Man weiß noch nicht so genau, wie das Konsumentenverhalten ist, wie das Ganze ankommt. Und auch da wird tendenziell mehr und mehr reglementiert, obwohl diese Next Generation Products ja weniger süchtig machend sein sollen. Was natürlich auch wieder zwei Seiten hat. Die ethisch-gesundheitliche, wo es gut ist, wenn wir weniger Suchtpotenzial haben, und dann die rein, ja, kommerzielle Sichtweise, wo es dann eher schlecht ist, wenn die Leute plötzlich preissensibler werden oder einfach mal von heute auf morgen aufhören können, das Produkt zu konsumieren. Also das sind die zwei Hauptargumente, denke ich, weshalb, also gegen, kontra, die ein Investment in Tabakaktien. Es gibt aber auch Pro-Argumente. Diese Oligopolstruktur habe ich schon erwähnt. Dann gibt es aber auch noch den Fakt, dass die rückläufigen Absätze bei den Zigaretten wenigstens teilweise kompensiert werden können oder sogar überkompensiert werden können. Da gibt es eine Geschichte, die oft zu Missverständnissen führt. Und zwar gibt es zwei Arten von Umsätzen bei Tabakkonzernen. Es gibt den Umsatz mit, also der Tabaksteuer,
Also quasi aus Verbrauchersicht, wenn du jetzt eine Zigarette kaufst und die kostet, weiß ich nicht, was die momentan kosten, sagen wir mal 5 € und dann sind, ich sage jetzt einfach mal irgend so eine Zahl in den Raum rein, 2 € davon die Tabaksteuer, dann wäre das der eine Umsatz, also wäre quasi 5 € und dann der kleine Umsatz wäre nur 3 €, da wäre dann die Tabaksteuer schon abgezogen. Und es kommt immer wieder vor, bei Analysen und so weiter, dass dann diese Umsätze so wild durcheinander gehen. Und es ist deshalb relevant, weil zum Beispiel bei Altria, da sinkt der Umsatz mit Tabaksteuer, der sinkt, der ist rückläufig, aber der Umsatz, wenn du die Tabaksteuer abziehst, der steigt. Also wir haben hier im Aktienfinder steigende Umsätze. Also wir machen mal alles hier raus. Hier, du siehst, dass in den letzten Jahren die Umsätze steigen. In 2009 waren sie 16,8 Milliarden, momentan sind sie bei knapp 20 Milliarden. Sie steigen. Wenn du jetzt aber zum Beispiel dir die Umsätze, wir sind hier in der FactSet Workstation, das ist wie ein Bloomberg Terminal, und hier sind dann auch die Umsätze drinne mit der Tabaksteuer noch, und dann siehst du, dass die rückläufig sind in den letzten Jahren. Und zwar waren die zum Beispiel für 2016 25,7 Milliarden, dann 25,6 Milliarden, 25,4 Milliarden, immer kaufmännisch gerundet und dann jetzt nur noch 25,1 Milliarden, also rückläufig. Und wenn du jetzt von diesen, ich nenne es jetzt Bruttoumsätze, auch wenn hier Net Revenue steht, wenn du jetzt hier von diesen Bruttoumsätzen das hier, die Tabaksteuer abziehst, dann kommst du auf die Umsätze, die im Aktienfinder angezeigt werden und die sind nicht rückläufig, sondern die steigen. Ist jetzt natürlich ganz interessant, also kratz, 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 was kann denn das für Ursachen haben? Haben die Staaten jetzt keinen Geldbedarf mehr und deshalb senken sie die Tabaksteuer oder haben die Tabakkonzerne so eine super gute Lobby? Nein, das ist nicht der Fall. Im Gegenteil, die Tabaksteuer, die steigt. Was aber auch steigt, das ist der Umsatzanteil an diesen Next Generation Products und die werden tendenziell niedriger besteuert. Und deshalb ist es so, dass die gesamte Steuerlast in diesen Umsätzen sind ja die kompletten Steuern drin, sowohl von den klassischen Zigaretten als auch von den Next Generation Products. Und so kommt es, dass die Gesamtsteuerlast eben sinkt und dann die Umsätze ohne, das sind sie nicht, aber die Umsätze ohne Steuer steigen. Und entsprechend am Ende steigt auch, also das ist Altria, am Ende steigt auch der Rohgewinn, halt hier als Cross-Profit bezeichnet, der steigt auch, wie du hier siehst. Steigt unter anderem auch deshalb, weil hier diese Cost of Sales, also direkt zurechenbaren Produktkosten, sinken. Also wir haben hier eine Kostenoptimierung drin. Und das heißt also operativ, also im Aktienfinder, wenn du nur im Aktienfinder hast und keine FactSet Workstation, die kostet 15.000 $ sowas im Jahr, wenn du die nicht hast, ist es jetzt erstmal nicht schlimm. Im Aktienfinder siehst du das Wesentliche. Du siehst, dass die wesentlichen Umsätze steigen. Das sind die hier. Und du siehst auch im Prinzip den steigenden Rohgewinn dadurch, dass die operativen Margen steigen. Also du siehst, dass das operative Geschäft gut läuft. Du siehst auch, dass das Management von Altria hier ins Klo gegriffen hat. Das siehst du hier an der Abschreibung. Du siehst auch, dass es eine Abschreibung war, dass hier der Goodwill runtergehen müsste, theoretisch. Aber ich will das jetzt gar nicht so arg ausufern lassen. Was ich sagen wollte, war hier, es gibt Missverständnisse, die ich schon öfter, also mehr als einmal gesehen habe, hier mit dem Umsatz. Deshalb wollte ich das mal erwähnen. Und die andere Geschichte war eben hier der Unterschied zwischen bilanzierten Gewinn und dem freien Cashflow. Gehen wir wieder nach zurück, nach hier oben. Da haben wir dann hier die einzelnen Kennzahlen. Wir sind hier noch bei den blau hinterlegten Kennzahlen. Da geht es also irgendwie immer um die Dividende. Die Dividende ist hoch, die Dividende wird schon mehr oder weniger lang nicht gesenkt, sind also zuverlässige Dividendenzahler. Die Tabakkonzerne, das siehst du insbesondere hier an der Stabilität Dividende, Maximalwert ist 1 und die schwankt hier je nach Tabakkonzern zwischen plus 0,95 und 0,99. Also das sind extrem gute Werte, siehst du ja auch hier, wenn wir mal Altria anschauen. Ich habe hier im Aktienfinder Altria übrigens bereinigt, um den Split mit Philip Morris so nebenbei bemerkt. Wirst du sonst vermutlich nicht so leicht finden woanders. Aber woanders, da hört ja die Historie eh dann auf, nach 10 Jahren oder so. Das ist eh nicht so relevant. Kommen wir mal zu den Gewinnkennzahlen hier. Da siehst du im Prinzip wieder das Gleiche, was ich vorhin schon gesagt habe, gerade eben. Wenn es darum geht, welche Ausschüttungsquote soll ich nehmen, die auf den bilanzierten Gewinn oder die auf den freien Cashflow, wo ich gemeint habe, nimm die auf den freien Cashflow. Und du siehst dann auch hier, dass die Cashflows
sich in der Regel jedenfalls stabiler entwickeln als als der bilanzierte Gewinn, insbesondere jetzt bei Altria und bei Imperial Brands. Bei Altria haben wir hier diesen Griff ins Klo. Bei British American Tobacco, das entwickelt sich beides sehr stabil, bei Philip Morris auch und auch bei Japan Tobacco. Das ist natürlich immer das Schönste, wenn sich beide Kennzahlen sehr stabil positiv entwickeln, weil es ist ja schon so, dass so eine Abschreibung ist jetzt nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal für ein Unternehmen bzw. für das Management des Unternehmens. Und wenn das nie so groß passiert ist, dann haben wir halt immer noch sehr stabile Gewinnkennzahlen hier. Ist auf jeden Fall positiv zu sehen dann. Gut, dann möchte ich mal hier einfach mal ein bisschen weitergehen und dann gucken wir mal noch, warum außerhalb der hohen Dividende die Tabakaktien so interessant sind. Ja, wegen der Bewertung. Also die Tabakaktien scheinen doch massiv unterbewertet zu sein. Natürlich auf der einen Seite deshalb auch die hohe Dividendenrendite, weil der Aktienkurs so niedrig ist. Aber da kommt ja noch was anderes rein, nämlich deine zu erwartende Rendite, die ist ja die Summe aus den Dividendenerträgen plus den Kursgewinnen. Und wenn wir hier stark unterbewertete Aktien haben und die uns ins Depot legen und irgendwann dann der Markt, sage ich jetzt mal, merkt, dass die Aktien stark unterbewertet sind, dann gibt es Kursgewinne, theoretisch jedenfalls, bis wieder der faire Wert erreicht ist. Oder vielleicht sogar überschritten, je nachdem. Wir wissen ja hier, der Markt übertreibt und untertreibt gerne. Momentan sind wir in einer Phase offensichtlich der Untertreibung drinnen. Und da möchte ich dir jetzt mal zeigen, wie du so die Renditeerwartung für dich selbst feststellen kannst. Und es geht ziemlich einfach. Also du musst da jetzt nicht in Excel irgendein Discounted Cashflow Model dir zurechtlegen mit X-Parametern und das mehr oder weniger kompliziert und natürlich auch sehr stark mit Unsicherheiten begriffen ist. Kannst du natürlich gerne tun, wenn du Lust hast. Aber es gibt noch eine andere Variante. Gehen wir mal auf British American Tobacco zum Beispiel. Wurde ja oft hier erwähnt, da BAT und bla bla, hier auch mal Imperial Brands, aber sehr oft auch British American Tobacco. Naja, wo waren wir hier? Dann gucken wir uns da mal die Bewertung an. Und zwar, gehen wir jetzt mal zurück. Mir geht es jetzt gar nicht so arg darum, ob die Aktie über- oder unterbewertet ist. Das ist zugegeben, eigentlich der Hauptverwendungszweck hier ist die Aktie über- oder unterbewertet. Ja, sie ist unterbewertet. Wir sehen hier der Aktienkurs bei 29 britischen Pfund. Und ohne jetzt groß irgendwas konfiguriert zu haben, sehen wir hier faire Werte, die zwischen 40 und 50 britischen Pfund schwanken. Also die Aktie ist unterbewertet. Okay. Jetzt geht es aber um die Renditeerwartung und die kannst du hier auch bestimmen mit diesem Tool. Habe ich, glaube ich, noch nie gezeigt. Das ist eine Weltpremiere. Hätte ich im Prinzip mal ein eigenes Video drüber drehen können. Mache ich vielleicht auch mal irgendwann. Und zwar, wie bei der Aktienbewertung immer, ja, wir müssen uns hier erstmal die repräsentative Periode zurechtlegen. Dann nehmen wir mal das hier mit dem, weil hier ist das KGV ab 15 relativ konstant mit dem Rest. Hier ist es 12. Dann nehmen wir mal hier die Periode. Dann siehst du hier dann die unterschiedlichen fairen Werte. Der faire Wert operativer Cashflow schwankt ein bisschen mehr. Das haben wir hier bei British American Tobacco auch gesehen, dass der Gewinn etwas zuverlässiger ist. Das heißt, den machen wir mal weg. Dann siehst du hier noch zwei. Dann siehst du hier so eine Herzrhythmusstörung bei der Dividende. Da ist der Dividendenrhythmus mal offensichtlich ein bisschen durcheinander gekommen, macht aber nichts. Dann ignorierst du einfach diese kleine Periode und von da und wieder von da ist er wieder zu nehmen, der faire Wert Dividende. Da sehen wir halt der Zeichen, Zeiten der Unter-, Zeiten der Überbewertung, pipapo, das ist alles in Ordnung. Und jetzt kannst du bestimmen, wie hoch deine Renditeerwartung ist. Auch aufgrund von Kursgewinnen. Und das setzt sich im Prinzip auch aus zwei Teilen zusammen. Nämlich wir haben bezüglich Kursgewinn einmal Aufholpotenzial, weil die Aktie ja unterbewertet ist. Und dann haben wir noch das ja, Wachstumspotenzial, was aus dem, sage ich jetzt mal, Unternehmenswachstum, aus der Gewinnsteigerung des Unternehmens sich her erschließt. Gucken wir uns zuerst mal das Kursaufholungspotenzial an. Kannst du einfach hier ein bisschen reinzoomen. Und dann haben wir hier den aktuellen Kurs, da wo der rote Punkt jetzt gesetzt wurde von mir.
Und dann hast du ja hier die fairen Werte, die sich ja relativ nah aneinander anschmiegen, was immer gut ist. Das erhöht die Zuverlässigkeit des Ganzen. Und dann siehst du, wie hoch ist das kurzfristige Aufholpotenzial. Das kannst du jetzt berechnen aufs nächste, aufs laufende Geschäftsjahr, aufs nächste und aufs übernächste Geschäftsjahr. Bleibt dann dir überlassen, wenn wir mal sagen jetzt, okay, wir glauben jetzt, der Markt braucht vielleicht 1,5 Jahre, bis er bemerkt, dass er irgendwo eine unterbewertete Aktie hat. Und dann würdest du jetzt sagen, also hier, das hier diesen, also zum 31.12.2021, da möchte ich jetzt dann quasi den fairen Wert bzw. das Kursaufholungspotenzial berechnen. Und jetzt würdest du noch gucken, wie vorsichtig willst du sein. Du könntest jetzt auch zum Beispiel ein bisschen tief stapeln. Der faire Wert liege dann hier zwischen 55 und 57 britischen Pfund. Und dann sagst du, ja, okay, ich gehe mal von 45 britischen Pfund aus, drückst also hier drauf und dann wird die Rendite berechnet hier. Und dann hättest du also ein kurzfristiges Aufholpotenzial über hier die knapp 1 3/4 Jahre von 37% Dividenden mit inbegriffen. Das wäre jetzt dann sozusagen deine Erwartungshaltung, also kurz oder wenn du willst, auch von mir aus mittelfristig, was du an Kursgewinnen jetzt erstmal erzielen kannst. Nur deshalb im Prinzip, weil die Aktie unterbewertet ist. Das ist das eine, aber wenn du jetzt die Aktie 10, 20 Jahre im Depot liegen hast oder sogar vererben möchtest, dann spielt das hier jetzt eher eine untergeordnete Rolle, dieses kurz- bzw. mittelfristige Renditepotenzial. Dann ist für dich eigentlich eher relevant, wie viel Rendite du organisch sozusagen, also durch das Gewinnwachstum des Unternehmens oder auch Cashflow-Wachstum des Unternehmens erwarten kannst. Und das kannst du auch ausrechnen. Und zwar, du siehst ja hier, dass die Gewinne steigen und dann haben wir hier eben auffalls steigende faire Werte basierend auf dem Gewinn. Das ist nochmal ganz kurz im Hintergrund, wie heuer das kommt. Und du kannst jetzt zum Beispiel hingehen und dir auch die Rendite berechnen hier anhand nur der fairen Werte, die ja eigentlich respektiert werden sollten von der Kursentwicklung. Und dann kommst du jetzt, wenn du die Punkte zum Beispiel miteinander verbindest, auf eine Renditeerwartung von 11,4%. Also annualisiert auf das Jahr bezogen, Dividenden schon mit einbegriffen. Also 11,4% ist ja schon nicht schlecht. Musst du natürlich den Analysten auch ein bisschen glauben. Du kannst ja auch gerne ein bisschen tiefer stapeln, indem du nicht den fairen Wert nimmst, sondern den. Dann wärst du jetzt halt bei 8,6%. Du kannst auch gerne sagen, möchte das nochmal zusätzlich überprüfen, indem ich hier einfach mal den Kurs nehmen wir jetzt mal auch tatsächlich weg, auch den fairen Wert Dividende oder anderen, weil das mal drin, indem wir jetzt einfach mal sagen, wie war denn die historische Renditeerwartung einfach so gewesen. Dann verbindest du einfach die Punkte von fairen Werten in der Vergangenheit miteinander, die ja auf Ist-Daten beruhen, also auf tatsächlichen Gewinnen, die wir ja schon kennen. Und da wäre jetzt dann die Renditeerwartung 11% aufs Jahr mit Dividende. Also ist auch ziemlich identisch mit dem, was wir hier gerade eben gehabt haben. Das ist ja auch wieder ein positives Zeichen. Das hat, wenn hier das Gleiche rauskommt, die Rendite bei der Renditeerwartung, dann kannst du jetzt den normalen Kurs anzeigen lassen und schauen, ob der Markt das soweit auch irgendwie respektiert hat. In unserem Fall erstmal nein. Er war mal sehr euphorisch. Da war dann die Rendite höher. Also wenn ich jetzt mal hier auf bis zum Höhepunkt hier quasi, wenn ich das miteinander verbinde, wo die Aktie dann 55 britische Pfund gekostet hat, da hatten wir eine Rendite von 16%. Das ist dann eine Ist-Rendite, wenn du zu dem Zeitpunkt verkauft hast. Aber der Markt ist, also der Aktienkurs ist dann gefallen, ganz stark gefallen. Und dann hast du jetzt deshalb in Anführungszeichen nur eine Rendite gehabt von 9,2% wieder mit Dividenden natürlich berechnet. Aber du siehst also irgendwas zwischen 9, 10, 11%. Das wäre jetzt bei British American Tobacco das, was man, sage ich mal, annehmen könnte, ohne als absolut blauäugig bezeichnet werden zu müssen. Das wäre jetzt die Art und Weise, wie du Renditen und Erwartungen berechnen kannst, wie du jetzt, das kannst du bei jeder Aktie machen. Sowohl bei diesen Tabakaktien als auch bei allen anderen 1000 Aktien, die wir hier analysieren. Und ich habe dir jetzt auch gezeigt, wie das Ganze ja geht, ne? Wie einmal langfristige Renditeerwartung, einmal halt dann die kurzfristige Renditeerwartung wegen des Aufholpotenzials, weil die Aktie unterbewertet ist.
Gut, das war im Prinzip das, was ich dir auch noch zeigen wollte, was wir hier noch haben. Schulden. Tabakaktien haben in der Regel Schulden und das nicht zu knapp. Ist es problematisch? Nein, nicht, solange die Schulden bedient werden können. Das heißt, das ist ja immer der Fall. Das siehst du ja bei uns im Aktienfinder auch anhand der Tilgungskraft. Und die Tilgungskraft berechnet dann die Anzahl der Jahre, theoretisch, die ein Unternehmen bräuchte, um die kompletten Schulden zu tilgen. Jetzt bei Philipp Morris zum Beispiel 25 Jahre. Wie komme ich drauf? Ich zeige es dir kurz. Wenn du hier im Qualitätscheck einfach mal anschaust, die Tilgungskraft, hier ist das hier. Das heißt, es ist der freie Cashflow abzüglich der Dividenden. Dann wären das 2 Milliarden und dann hast du hier Schulden in Höhe von 52 Milliarden, 52 durch 2, 26 sind 26 Jahre ungefähr. Das ist also ja, 25,3 Jahre. So kommt es zustande. Ist also im Prinzip jetzt aus meiner Sicht nicht problematisch. Oh, gut, ich würde mal sagen, das sollte das Tabakaktien-Roundup gewesen sein. Du kannst dir dann selbst gerne noch tiefer graben. Du weißt jetzt, wie es funktioniert. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Du kannst gerne noch ein paar Kommentare schreiben, Anregungen oder eigene Sichtweisen, wenn du die hast. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ach, noch eins wollte ich sagen, bevor ich es vergesse. Bleib gesund. Tschüss.